Die diesjährige Jahreshauptversammlung des MGK Club Deutschland fand am Samstag, den 12. März, im Automuseum in Melle statt. Herr Bernd Lange, Mitglied des Europaparlamentes, war als Gast für einen Vortrag zu unserer Versammlung eingeladen. Als Politiker ist er bekennender Oldtimer-Fan und unter anderem Vorsitzender der European Parliament Historical Vehicle Group. Dort setzt er sich mit Vehemenz und Nachdruck für die Interessen von historischen Fahrzeugen ein. Herr Lange nahm sich sehr viel Zeit, um die Themen zu beleuchten, und nach dem Vortrag entwickelte sich eine interessante Diskussion in der Versammlung. Der Inhalt dieses Vortrages ist sicherlich sehr interessant für die gesamte Oldtimer-Szene. Deshalb hatten wir Herrn Lange im Vorfeld um Zustimmung gebeten, dass wir seinen Vortrag aufzeichnen und veröffentlichen dürfen. Ja, ich begrüße euch schon wieder, muss man sagen, zu einer Jahreshauptversammlung. Die letzte liegt ja jetzt gerade erst, man kann sagen, ein paar Wochen zurück. Dafür haben wir heute einen Gast in unseren Reihen, den Herrn Bernd Lange, Mitglied des Europäischen Parlaments, selbst Oldtimer-Fan, Besitzer. Und er wird uns heute einen kleinen Vortrag halten über die Zukunft des Automobils, alles was so drumherum ist, was sich politisch bewegt in der Szene. Und ihr habt gleich im Anschluss die Möglichkeit, auch noch Fragen zu stellen. Ja, ich würde dann an dieser Stelle direkt übergeben an Sie, Herr Lange, und bitte einen Vortrag. Dankeschön. Das ging ja flott. Herzlichen Dank für die Begrüßung, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Oldtimer-Freundinnen und Freunde. Macht Spaß, mit Gleichgesinnten ein bisschen zu reflektieren, zu diskutieren, wie das eigentlich mit den historischen Fahrzeugen weitergeht und was eben aktuell eigentlich Richtung Mobilität auch gerade auf der europäischen Ebene sich entwickelt. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, dass natürlich historische Fahrzeuge Zeitzeuge einer Mobilitätsgeschichte der letzten 150 Jahre darstellt. Und das ist ein wichtiges Momentum in der ganzen Diskussion, weil es gibt ja schon einige, die immer fragen, was haben eigentlich diese alten Kisten für einen gesellschaftlichen Sinn? Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, nochmal klarzumachen, dass sie ja wirklich Zeitzeugen sind einer Mobilitätsgeschichte. Und wenn man da noch ein bisschen genauer hineinguckt, heißt natürlich, dass mit historischen Fahrzeugen damals in der Zeit, als sie gebaut worden sind, eine Veränderung von Mobilität möglich war. Wenn man zurückguckt in der Geschichte, dass überhaupt erst mit Fahrzeugen größere Strecken zurückgelegt werden konnten, dass Pendlerinnen und Pendler zu ihrer Arbeit fahren konnten, damit die Industrialisierung sich weiterentwickeln konnte. Viele Freiheitsmomente, dass wir nach Italien in den Urlaub fahren konnten. Alles das wäre ohne Automobil nicht möglich gewesen und insofern ist das sehr stark gesellschaftsprägend. Und das betone ich so sehr, liebe Freundinnen und Freunde, weil in der Diskussion, in der wir uns jetzt befinden, wir ja wollen, dass diese Zeitzeugen, die historischen Fahrzeuge, auch auf der Straße bleiben und nicht nur wie hier nebenan im Automuseum zu sehen sind, sondern eben als Zeitzeugen auch fahrbereit und fahrtüchtig durch die Gegend fahren können. Und das ist genau der Punkt, um den wir zurzeit sehr stark ringen und diskutieren. Die Oldtimer-Szene hat nebenbei natürlich auch eine immense wirtschaftliche Bedeutung. Es gibt ja viele Untersuchungen. Allensbach hat letztens noch mal eine gemacht, dass im Durchschnitt wir alle 3.000 Euro pro Jahr in unser Hobby investieren. Und darüber hinaus gibt es ja diese große Szene von Oldtimer-Messen, Veranstaltungen, Goodwood, Oldtimer Grand Prix. Alles zusammen bringt in Europa, so über den Daumen, ganz genaue Zahlen kann man da nicht sagen,
aber wahrscheinlich ein Umsatz von etwa 25 Milliarden pro Jahr, was schon eine Hausnummer ist, gerade für viele kleine und Mittelbetriebe. Insofern hat die Diskussion über historische Fahrzeuge nicht nur die Dimension, dass das ein Kulturgut ist, sondern eben auch ein wirtschaftlicher Faktor. Hat sich für viele Klein- und Mittelbetriebe leider auch nochmal bewahrheitet während der Corona-Zeit, dass eben auch viele Schwierigkeiten hatten und auch einige leider die Corona-Zeit nicht überdauert haben. Also insofern ist das ein wichtiger Faktor, dass man auch diese Möglichkeiten dann erhält, um Menschen auch Arbeit und Beschäftigung und Unternehmen auch ihre Existenz zu erhalten. Und das hat natürlich was mit dem Kontext zu tun, in dem wir uns zurzeit befinden, was die Mobilität anbetrifft. Und da gibt es sicherlich ja einige Herausforderungen. Vordringlich sind das natürlich erstmal die Frage der Umweltbelastung, die im Mobilitätssektor eine entscheidende Rolle spielen. Wir haben die lange Diskussion über Emissionsstandard gehabt, die Frage von Stickoxiden insbesondere und im Dieselmotorbereich natürlich die Frage der Partikel. Wir haben in der Europäischen Union mehrere Stufen der Gesetzgebung erlassen, um den Schadstoffausstoß deutlich zu reduzieren. Und im Vergleich zu den ersten Schadstoffregeln, die so Ende der 70er Jahre gestaltet worden sind, haben wir es inzwischen auch hingekriegt, dass etwa 99% der Schadstoffe nicht mehr durch den Auspuff kommen, was ein wichtiger Fortschritt für die Luftqualität und gerade für die Menschen in urbanen Ballungsräumen ist. Wir sind gerade jetzt dabei, die Stufe Euro 7 zu diskutieren, wobei, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin gar nicht mehr so überzeugt, dass das noch so notwendig ist, weil diese 99% erreicht worden sind und wir ja vor einer dramatischen Veränderung der Verbrennungsmotoren eh stehen. Und da bin ich bei einem zweiten Punkt, also die Frage der CO2-Emissionen, die eigentlich die Diskussion über Mobilität im Moment bestimmen. Wir alle wissen, dass wir dem Klimawandel begegnen müssen. Wir wissen, dass wir schnell handeln müssen, damit die Erderwärmung nicht über diese 1,5 Grad hinaus geht. Und wir haben in der Europäischen Union das Ziel, dass bis 2050 wir klimaneutral uns verhalten. Und da kommt natürlich der Mobilitätssektor besonders in den Blick, weil etwa über den Daumen 17% der CO2-Emissionen aus dem Verkehrssektor kommen. Und da im Wesentlichen durch den Individualverkehr. Und deswegen ist die Diskussion so stark, dass man eine andere Form der individuellen Mobilität haben sollte als bisher der Verbrennungsmotor. Und das hat in den letzten Monaten nochmal unheimlich an Dynamik gewonnen. Es gibt schon einige Länder innerhalb der Europäischen Union, die den Verkauf, also das Neu auf den Markt bringen von Verbrennungsmotoren ab einer bestimmten Zeit verbieten. Als Norwegen als Nicht-EU-Land macht das für 2025, also gar nicht mehr so weit hin. Niederlanden 2030, Schweden 35. Also da gibt es unterschiedliche Überlegungen und wir haben gerade eine Gesetzgebung auf dem Tisch, die sagt, ab 2035 sollen keine Verbrennungsmotoren mehr in der Europäischen Union neu zugelassen werden. Weiß ich nicht, ob das so dabei bleibt oder ob das vor- oder zurückgezogen wird. Fakt ist, wir werden damit zu rechnen haben, dass signifikante Zahlen von Fahrzeugen zukünftig im Wesentlichen elektrisch angetrieben werden. Und das wird natürlich das Straßenbild deutlich verändern. Das müssen wir als
Oldtimer-Freundinnen und Freunde ja auch immer im Kopf haben, dass wir irgendwann mal ein Stück weit Dinosaurier sind, die da durch die Gegend fahren mit einem Verbrennungsmotor. Diese ganze Diskussion über die Veränderung der Mobilität läuft im europäischen Zusammenhang unter dem Begriff Fit for 55. Wir wollen bis 2030 55% CO2 reduziert haben und dann 2050 eben neutral sein. Und deswegen werden die Türen für diese Veränderung schon aufgemacht. Das heißt also, jetzt in den nächsten Jahren wird es auch große Investitionen in eine Ladeinfrastruktur geben, damit wir dieses, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Freiheitsmoment auch leben können. Im Moment ist es so, dass von den Ladeinfrastrukturmaßnahmen, also den Ladesäulen, in Europa 50% in drei Ländern, also im Wesentlichen Niederlanden, Luxemburg und Deutschland sind. Aber wenn man dann eben nach Italien oder nach Rumänien in Urlaub fahren will, hat man im Moment keine Chance. Also da muss man dann, glaube ich, auch nochmal deutlich investieren. Und alles das ist in diesem Gesetzgebungsprozess verbunden. Also die originären Umweltbelastungen, dann die CO2-Veränderungen und dann natürlich die Frage der digitalen Kompetenzen eines Autos, also hin zum autonomen Fahren. Also Tesla könnte es schon, hat mehrere Systeme, Radar, Infrarotsysteme. Andere sind ja auch auf dem Weg. Wir werden damit zu rechnen haben, dass ab 2025 die ersten autonom fahrenden Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Und damit auch die Frage, ob es denn eine stärkere Kommunikation zwischen Fahrzeugen gibt und der Infrastruktur. Und auch da stellt sich dann die Frage, der MG oder mein Hanomag wie ein Dinosaurier zwischen autonom fahrenden Autos herum und welche Rolle können die da spielen. Also auch hier eine technische Herausforderung. Ne? Also Umweltbelastung, CO2, autonomes Fahren. Dann viertens auch die Veränderung der Produktionsweisen und da auch mit der Technik. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber richtig versierte Kfz-Mechatronikerinnen und Mechatroniker, die mit der alten Technik noch sich auskennen, findet man immer weniger. Und dieser Prozess wird natürlich noch zunehmen, indem man die Umstellung hinsichtlich Elektromobilität oder vielleicht auch Brennstoffzelle dann festzustellen hat. Also eine Herausforderung, dass wir die Wartung von historischen Fahrzeugen in Zukunft auch sicherstellen können, weil eben die Technik sich in eine andere Richtung entwickelt. Nebenbei so ein positives Element ist natürlich, dass durch Digitalisierung wir auch in der Lage sind, rare Ersatzteile dann eben durch einen 3D-Druck fertigen zu lassen. Also das ist ein Vorteil und den sollen wir natürlich auch nutzen. So, und die fünfte Herausforderung ist natürlich das Bewusstsein über Mobilität in der Gesellschaft. In urbanen Räumen, Städten haben nur noch 50% der Bevölkerung ein eigenes Auto. Jugendliche haben zum signifikanten Teil keinen Führerschein mehr. Es ist ein anderes Bewusstsein von Mobilität da. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass die Frage historischer Fahrzeuge letztendlich in Frage gestellt wird. Also das Nutzungsverhalten wird sich ändern, obwohl alle Schätzungen gehen davon aus, Mobilität zunehmen wird. Also ich habe eben das Jahr 2050 angesprochen, da wollen wir klimaneutral sein, aber die Untersuchungen sagen, dass bis 2050 die Mobilität um 40-50% zunimmt, aber eben in anderen Formen, als wir das bisher so gekannt haben. Also müssen wir im Grunde, wenn wir jetzt gucken, welche Rolle historische Fahrzeuge zukünftig da sind, uns drei Aufgaben stellen. Einmal zu gucken, wie wir die Nutzung von Fahrzeugen sicherstellen. Dann zu gucken, wie wir im Kontext des veränderten Verkehrs
uns bewegen können. Und dann eben die Frage auch des Verständnisses für historische Fahrzeuge. Und da sind sicherlich auch Vereine gefordert, nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das haben wir uns auch vorgenommen in meiner kleinen Gruppe, die ich da im Europäischen Parlament eingerichtet habe, nunmehr schon vor 12 Jahren, die Historic Vehicle Group, um sich mit gerade dem Bewahren des historischen Kulturguts Automobil zu beschäftigen. Und im Moment ist ja auch ist die Akzeptanz noch da. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber wenn ich mit dem Oldtimer fahre, im Moment habe ich da eigentlich noch ein Gefühl, die Menschen finden das gut. Wobei ich schon ab und zu höre, muss ihr eigentlich mit eurem Stinker da am Sonntag durch die Gegend fahren? Also da ist so ein bisschen schon Kritisches manchmal da. Wir haben auch Allensbach wieder eine Untersuchung gemacht, dass so um, kann ich nicht Wahrheiten, aber knapp 50% der Menschen finden historische Fahrzeuge auf den Straßen gut. Aber das hat ein bisschen abgenommen schon. Also da ist schon ein bisschen kritischer Unterton dabei. Und deswegen müssen wir, glaube ich, immer noch klarstellen, dass das, was wir mit den historischen Fahrzeugen machen, ja nicht der große Treiber von Umweltbelastungen ist. Auch da gibt es ja viele Untersuchung. Alle historischen Fahrzeuge zusammengenommen, sagt man in Europa, machen maximal 1% der Umweltbelastung und Schadstoffe aus, weil natürlich wissen wir alle, wir fahren relativ wenig, gibt auch Untersuchungen darüber, dass um den Dreh 2000 Kilometer maximal gefahren werden. Da gibt es natürlich ein bisschen Unterschiede, ich weiß nicht, wie bei euch das so ist, aber von meinem Verhalten kann ich das schon etwa bestätigen, da mache ich keine Riesentouren mit. Also ist so das objektive Problem der Umweltbelastung durch historische Fahrzeuge gar nicht so gegeben. Aber subjektiv gibt es manchmal schon solche kritischen Stimmen. Deswegen versuchen wir jetzt klarzumachen, dass es im Grunde darum geht, das historische Kulturgut, was eben auch wirtschaftliche Implikationen hat, auf der Straße halten zu können. Und dann haben wir in den ersten 4 Jahren, ja fast 4 Jahren, uns sehr stark darüber Gedanken gemacht, was ist eigentlich die Definition von einem historischen Fahrzeug. Haben in Deutschland natürlich, da ist auch ein H-Kennzeichen, die Tradition des H-Kennzeichens, und da haben wir Elemente übernommen, also 30 Jahre Mindestalter von einem Typ, der nicht mehr gebaut wird und der im Originalzustand erhalten ist. Und darüber gab es einen heftigsten Streit, was heißt eigentlich Originalzustand? Und letztendlich haben wir uns schon darauf geeinigt zu sagen, also Motor, Fahrwerk, Getriebe, müssen im Originalzustand sein. Ersatzteile, Aufarbeitung, ja, aber keine Umbauten oder Veränderungen. Da habe ich böse Reaktionen bekommen von diesen Kollegen, die einen Hot Rod haben, die also einen alten Ami da umbauen und einen V8er da reinsetzen oder so. Das ist in der Tat kein historisches Fahrzeug. Oder einige fangen ja nun an, auch die schönen historischen Fahrzeuge mit dem E-Antrieb zu versehen. Auch das ist kein historisches Fahrzeug und kriegt auch kein, in Deutschland kein H-Kennzeichen und ist auch nicht, glaube ich, in der Definition zu sehen. Also da gab es eine heftige Diskussion, liebe Freundinnen und Freunde, und habe ich auch richtig Stress gekriegt. Aber ich glaube, das müssen wir klar machen, dass nicht jedes alte Auto ein historisches Fahrzeug ist. Weil wenn wir nicht diese klare Unterscheidung machen, dann kriegen wir nämlich von anderen Stress und haben ein Problem, dass wir unsere historischen Fahrzeuge weiter auf der Straße fahren können. Und diese Definition von einem historischen Fahrzeug, die haben wir jetzt in verschiedene Gesetzgebungen hineingebracht. Und das ist, glaube ich, eben wichtig, dass wir eben Ausnahmemöglichkeiten für historische Fahrzeuge behalten.
Die erste Gesetzgebung, wo das reingekommen ist, ist die für die periodische Überwachung, also für den TÜV. Dort ist das erste Mal diese Definition, die wir da erarbeitet haben, aufgenommen worden, dass die Mitgliedstaaten Ausnahmen für historische Fahrzeuge machen können. Der deutsche Gesetzgeber hat das leider nicht gemacht, also wir fallen unter dem normalen TÜV-Reglement. In anderen Ländern ist es anders, da ist die Periode verlängert worden, weil eben auch nicht so viel gefahren wird. In einigen ist es sogar ganz ausgesetzt worden. Du brauchst als historisches Fahrzeug dann nicht zur regelmäßigen Hauptuntersuchung. Also da gibt es, ja, ist manchmal auch risikoreich, ne? Ja. Aber haben wir natürlich bei unseren 07er Kennzeichen manchmal auch. Da frage ich mich auch, ist das eigentlich mit der Verkehrssicherheit so weit entwickelt? Aber wichtig war uns, dass es erstmal klar ist. Es gibt die Möglichkeit, eine Ausnahme für historische Fahrzeuge von strengen Regeln hinzukriegen. Und dann eine ganz wichtige, wenn man früher so einen Ami importiert hat und der nicht ein ganz besonderes Auto war, von was weiß ich, Marilyn Monroe gefahren und noch was weiß ich, dann musste man 10% Zoll zahlen und 19% Umsatzsteuer. Mit der Definition historisches Fahrzeug, 30 Jahre Originalzustand, konnten wir auch den Zollkodex ändern. Wenn ihr jetzt aus dem Drittstaat, und das wird für Großbritannien vielleicht irgendwann auch nochmal relevant, ein Fahrzeug importiert, ist es dann zollfrei und nur den halben oder den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7%. Und bei Fahrzeugen, die ein bisschen teurer sind, kann das schon ganz relevant sein. Ne? Also das war die zweite wichtige, das, was wir erreicht haben mit unserer Definition, dass Vorteile auch für historische Fahrzeuge und deren Halterinnen und Halter gegeben worden ist. Dann eine Gesetzgebung, die vor 3 Wochen erst im Europäischen Parlament verabschiedet wurde, über die Straßenbenutzungsgebühren. Wir haben in Deutschland im Moment ja nur für Lkw Straßenbenutzungsgebühren, ist aber nicht hausgemacht, dass das immer so bleibt. Andere Länder fangen auch an, jetzt Straßenbenutzungsgebühren für PKWs einzuführen. Kann man ja auch drüber nachdenken hinsichtlich mehr Fairness, also bei der Kraftfahrzeugsteuer zahlt jeder gleich quasi, egal ob er viel fährt oder wenig fährt. Wichtig ist uns aber auch hier, dass historische Fahrzeuge ausgenommen werden können. Und das haben wir auch verankert, also angesichts von, wie gesagt, 2000 Kilometer Jahresleistung ist es, glaube ich, legitim, hier eine andere Regelung zu finden. Und deswegen haben wir da auch sehr drum gekämpft, dass für historische Fahrzeuge diese Ausnahme möglich bleibt. Im Moment sind wir gerade dabei, dass auch bei der Gesetzgebung für die Verwertung von alten Autos zu machen. Ist ja auch so eine Sache, dass durch die sehr starken Recycling-Anforderungen und Verwertungsanforderungen viele historische Fahrzeuge einfach auch verschrottet worden. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir da eine Möglichkeit haben, die zu konservieren. Und auch da wollen wir diese Ausnahmeregelung etablieren. Und das ist genau eine Gesetzgebung, die im Moment eine Rolle spielt. Daneben haben wir noch ein paar kleinere Herausforderungen. Wir haben ja in vielen Ersatzteilen Chemikalien, die heutzutage nicht mehr zugelassen sind. Und auch da wollen wir und haben wir auch sichergestellt, dass wenn ihr in einer alten MG-Garage, was weiß ich wo, in Brüssel noch zufälligerweise ein paar Bremsen von vor 50 Jahren findet, dürfte man die eigentlich heutzutage nicht mehr vermarkten. Aber als Ersatzteil für historische Fahrzeuge kann man das nach wie vor machen. Und in bestimmten Bereichen kann man auch nach historischen Vorbildern Ersatzteile produzieren. Wahrscheinlich werden das weniger Hersteller machen, weil das sich nicht wirtschaftlich rechnet. Aber
die Möglichkeit ist gegeben. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es eben so ein paar Diskussionen, die wir zurzeit führen, zum Beispiel über Chrom und Chromverbindungen, die ja extrem umweltbelastend sind oder in manchen Farben Cadmium enthalten sind. Auch hier natürlich vorsichtig damit umzugehen und das nicht völlig freizugeben, aber im Interesse eines Erhaltens des Originalzustands ist das schon eine wichtige Nummer und gibt es in vielen Bereichen jetzt schon Möglichkeiten und bei ein paar anderen sind wir noch dabei. Und auch bei Batterien und dem Problem von Blei sicherzustellen, dass wir das auch nach wie vor, auch wenn das in der Konsequenz abnehmen wird mit der Elektrifizierung, auch da eine Perspektive haben, eine vernünftige Starterbatterie in Zukunft zu haben. Insofern ist durch diese Aktivitäten eine ganze Reihe von Möglichkeiten des Sicherns, des Nutzen der historischen Fahrzeuge auch im normalen Verkehr wieder gegeben. Ich glaube, die Szene, die muss sich dann aber auch einstellen. Und da habe ich auch schon heftige Diskussionen, auch da im Kreis von Carsten Müller gehabt, hinsichtlich der Verkehrssicherheit und der Kommunikation von Fahrzeugen. Ich glaube, wenn es mal so sein sollte, dass es in modernen Fahrzeugen Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation gibt, Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation gibt, dann dürfen wir uns nicht schweren, so ein elektronisches Gerät auch in unsere Fahrzeuge zu setzen, damit wir nicht als Dinosaurier dann ausgesperrt werden können. Haben einige mehr, es gibt natürlich immer so Beispiele, dass was weiß ich, der VT, wo du willst das hinbauen und so weiter. Gibt es Einzelfälle, was wahrscheinlich, wo es nicht geht, aber ich glaube, die Szene darf sich da nicht sperren. Weil wenn wir in so eine rein defensive Haltung kommen, dann werden wir ein Problem kriegen. Wir müssen, glaube ich, sehr proaktiv gehen, das, was möglich ist, ohne den historischen Originalzustand in Frage zu stellen, sollten wir machen. Also dagegen allein, das hilft, glaube ich, nicht weiter. Also Verkehrssicherheit, da wo wir proaktiv sein können, sollten wir das auch machen. Und die Frage der Sicherung von Technik und Wissen, das glaube ich ganz entscheidend. Und da bin ich ganz froh, dass es viele Clubs gibt, die inzwischen auch da sehr starken Schwerpunkt setzen. Rein die Vermittlung von Ersatzteilen ist, glaube ich, für Clubs heutzutage nicht mehr so der zentrale Punkt. Da guckt man bei Google oder sonst wo rein. Aber das Wissen, die Expertise, der Austausch, vielleicht auch Möglichkeiten der Schulung, um das Wissen über die Technik von historischen Fahrzeugen weiterzugeben, ist eine ganz entscheidende Aufgabe, die wir als Szene auch zu leisten haben. Und dann, glaube ich, dieses sehr starke, auch auf andere zu gehen, die vielleicht eben keine Beziehungen mehr zu historischen Fahrzeugen haben, ist unsere Aufgabe, um uns nicht in so eine völlige Isolierung zu begeben und das positive Bild von historischen Fahrzeugen auch in Zukunft zu erhalten. Soweit von meiner Seite zur Einladung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Herr Lange, vielen Dank für diesen Ausblick. Es fiel jetzt mehrmals der Begriff Dinosaurier. Die sind tot, die sind weg. Es steht ja zu befürchten, dass es uns ähnlich geht, jedenfalls nach dem, was Sie alles gesagt haben, das sind ja düstere Aussichten, die auf uns zukommen. Ich habe aber versucht, ein bisschen die Perspektive aufzubauen. Ja, aber im Grunde genommen, sag mal so, es bleibt nicht so schön, wie es ist. Man muss sich der Veränderung stellen. Mir fehlt jetzt der Begriff E-Fuel, kam jetzt nicht vor. Das ist ja so ein, ja, ich will nicht sagen in aller Munde, aber in vielen Munden und stellt für uns so ein bisschen eine Hoffnung dar, dass man unsere Verbrennermotoren auch irgendwann noch weiter betreiben könnte und vielleicht sogar vorbildlich betreiben könnte, weil ich sag mal, der Kfz-Bestand wird sich nicht von heute auf morgen verringern. Ich glaube 40 Millionen Kfz in Deutschland.
weltweit, die Zahl kenne ich gar nicht. Können Sie noch ein bisschen was zu E-Fuels sagen, was da, wie die Entwicklung da momentan ist? Zumindest die Bundesregierung ist ja da ein bisschen zurückhaltend mit der Förderung, setzt mehr auf Elektrik. Vielleicht, wenn Sie da zum Thema E-Fuels nochmal sagen, bekannt schon. Ja, gerne. Das ist natürlich ein wichtiges Faktum, aber eben auch für den normalen Nutzer eines Automobils mit Verbrennungsmotor, weil in der Tat, man kann nicht davon ausgehen, dass ab 2035 oder vielleicht 2030, wenn keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden, dass plötzlich alle ein neues Auto kaufen. Wir haben eine durchschnittliche Nutzungszeit in der Europäischen Union von etwas über 10 Jahren von Fahrzeugen. Und insofern werden in der Tat noch viele Verbrennungsfahrzeuge auch in der Zeit nach 2030 oder 95 durch die Gegend fahren. Auch die müssen umweltfreundlicher fahren und da spielen E-Fuels, glaube ich, da eine ganz zentrale Rolle. Mal abgesehen davon, dass ich persönlich auch mit meinem Oldtimer später dann auch durch die Gegend fahren möchte und übrigens vielleicht nicht mehr traditionelle Kraftstoffe zugelassen werden, dann eben auch ein E-Fuel haben möchte. Und diese Diskussion, die führen wir zurzeit auch sehr intensiv. Die Gesetzgebung liegt auch auf dem Tisch. Wir haben in diesem Rahmen Fit for 55 20 Gesetzgebungen von dem Ausbau erneuerbarer Energien über Energieeffizienz, über die CO2-Grenzwerte bis hin eben auch zum E-Fuel die Gesetzgebung da. Und man muss natürlich jetzt, ich glaube, sehr ideologiefrei da rangehen. Es gibt immer einige, die diskutieren entweder oder. Und ich glaube, das hilft in dieser Situation überhaupt nicht weiter. Wir müssen sicherstellen, dass die Produktionsmöglichkeiten für E-Fuel gegeben sind. Wie weit sich das denn wirtschaftlich durchsetzen wird, muss man auch sehen. Und da spielt die Förderung eine Rolle. Im Moment gibt es ja einige Projekte, die das angehen. Die haben ja einen Preis von so um die 3 Euro, einige ein bisschen drunter, einige ein bisschen drüber, was natürlich im Vergleich zum normalen Kraftstoff deutlich mehr ist. Wobei ich sagen muss, in den letzten 2 Wochen hat sich auch das deutlich verändert. Ne? Also da ist diese Preisdifferenz selbst ohne Förderung ja nicht mehr so groß. Die Herausforderung ist natürlich, dass E-Fuels eine mehrfach Wertschöpfungsstufen von erneuerbaren Energien erfordert. Und die Zurverfügungstellung von erneuerbaren Energien ist das zentrale Momentum, wo es vielleicht ein bisschen knifflig werden wird, weil wir alle wissen, dass wir da zurzeit ein bisschen hinterm Plan sind, was Wind- und Solarenergie anbetrifft und auch den Ausbau von Wasserstoff, grünem Wasserstoff anbetrifft. Auch das hat sich in den letzten 2 Wochen aufgrund dieser schrecklichen russischen Aggression nochmal geändert, dass hier ordentlich Gas gegeben wird. Wir haben jetzt die Pläne endlich in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel LNG-Terminal zu bauen, wo man dann auch grünen Wasserstoff anlanden kann. Wir verhandeln gerade mit Chile zum Beispiel, mit Australien, mit Marokko über die Produktion von grünem Wasserstoff, sodass es noch ergänzend zu der Produktion in Europa Wasserstoff angelandet werden kann und damit eben auch ein großvolumiges Potenzial für E-Fuels gegeben ist. Also im Moment kann ich eigentlich schon garantieren, dass es keine Behinderung von Produktionskapazitäten für E-Fuels geben wird. Über die Förderung wird man dann sicherlich in einem zweiten Schritt zu diskutieren haben. Und die dritte Restriktion ist eben die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien. Aber ich glaube, inzwischen hat jeder und jede erkannt, dass wir das massiv ausbauen müssen, um auch stärker unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Auch nochmal zu E-Fuels. Gibt es aus unserer Versammlung noch Fragen? Kannst du dem Thema
Wir haben ja halt eben vor Jahren, war ja halt eben die Aktion, wir tanken Platzmüll. Was dann halt das Regier halt eben runtergefahren wurde, indem halt eben das gesteuert wurde und so weiter und so fort. Wie sieht das dann im Moment aus? Also ich meine, sind die, ist das denn dann abschlägig halt eben? Die haben ja im Prinzip ein wunderbares Produkt, sag mal Pflanzenöl. Kriegt das auch eine CO2-Strafe drauf? Wie sieht das denn aus? Ist das bei jedem halt anders? Auch das ist so ein bisschen im Fluss. Wie geht man mit biologischen Kraftstoffen um? Wird das quasi gefördert und angerechnet oder nicht? Wir haben ja eine Zeit lang so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, als es eine Quote gab zur Beimischung beim Diesel, diese 10%, was dazu geführt hat, dass einige Windfindige auf die Idee gekommen sind, dann importieren wir doch Biokraftstoff aus Brasilien und holzen zur Produktion den Amazonas ab oder importieren Biokraftstoff aus Indonesien und holzen dort den Regenwald ab. Das war ja nicht intendiert, sondern es war quasi, dass Reststoffe genutzt werden sollten. Und deswegen ist diese Quote auch wieder gefallen. Und ich denke, da muss man ran. Natürlich, es kann nicht sein, dass biologische Reststoffe, die ansonsten nicht verwertet werden, eben nicht genutzt werden. Und da gibt es im Dieselbereich was, aber was ich auch sehr spannend finde, ist im Gasbereich. Wir haben ja schon jetzt, dass so um die 90% aller CNG-Tankstellen in Deutschland durch Biomethan gespeist werden, was im Wesentlichen durch Reststoffe aus der Landwirtschaft kommt. Also wer heutzutage wirklich mit Bio fahren will, der sollte zu einer Biogastankstelle fahren, 100% möglich. Also diese Möglichkeiten müssen wir offen halten. Es gibt dann auch eine heftige Diskussion, liebe Freundinnen und Freunde. Einige wollen das nicht. Ne? Die wollen sagen, wir wollen strikte Trennung. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch zukünftig solche Möglichkeiten da sind. Aber das wird mittelfristig in diesem. Ja, gut. Ist ja toll, wenn man 190 hat, der das kann, halt eben, der alles kann und der dann einfach so weggeworfen wird, weil er einfach nicht ins Konzept passt. Wir hatten vor 2 Jahren das Thema mit den E-Fuel halt eben für Diesel in Bremen, wo halt eben gesagt wird, ist es nicht gewollt. Und das finde ich ziemlich pervers und krank. Also ich meine, wenn, dann muss man halt auch sagen, dann muss man halt eben auf allen Ecken denken. Ne? Also nicht nur halt eben, was einem dann nicht, eventuell nicht gefällt. Nein, ich meine, es gibt ja auch wie so Bio diese Produktionskapazitäten. Und kenne ich auch, komme aus Niedersachsen hier ein bisschen weiter rum. Da ist völlig klar, dass es in bestimmten Regionen auch da eine Geschäftstätigkeit mit da ist. Und warum soll man nicht das auch erhalten und weiterfördern? Spricht man ja nichts dagegen. Ne? Auch diese Motoren werden nach 2030 oder 35, wenn es zu Ende sein wird, dann eben auch weiterfahren. Und auch historische Fahrzeuge ist nicht so ein großes Thema zurzeit bei historischen Fahrzeugen, aber es wird ein Thema. Weil richtig eine Breite diese Motoren ja so in den 70er Jahren dann auf den Markt gekommen sind. Neben einigen Taxis. Und ich persönlich habe mir ein bisschen Sorgen, dass ich subjektiv einen Eindruck habe. Wie viel lauter? Also ich persönlich habe den bisschen Sorgen, weil ich einen subjektiven Eindruck habe, dass die E-Mobilität als solches zu sehr in den Vordergrund gestellt wird und zumindest was die Kommunikation betrifft, nicht auf Alternativen eingegangen wird. Ich sehe dort vor allem das Problem der elektronischen Bauteile. Wenn ich für mein Auto jetzt einen NOx-Sensor brauche, dann muss ich da 8 Wochen auf ein Ersatzteil warten. Und ich weiß es also aus meiner früheren Tätigkeit, dann wurden ganze Bauteilserien geändert, nicht mehr chip-kompatibel, ich kann also nicht das eine gegen das andere austauschen, dann werden die in einer bestimmten Firma an einem Standort in China, dann brennt dieses Ding ab, dann kriegen sie die Bauteile gar nicht mehr. Also wir haben ja jetzt eigentlich den Status erreicht, dass wir gemerkt haben, eigentlich sind wir mit der Verbrennungsthematik in eine Sackgasse gelaufen.
Aber wir bauen uns zumindest, was die Kommunikation da draußen betrifft, die zweite Sackgasse gerade selbst wieder auf, indem ausschließlich auf Elektro gesetzt wird. Und wie sind denn da so die Überlegungen, das alles mal ein bisschen auf eine breitere Basis zu stellen? Völlig klar, wir müssen da technologieoffen sein. Keine Frage. Und deswegen die Gesetzgebung, die wir da jetzt auf dem Tisch haben, sagt auch nicht, ab 2030 müsst ihr jetzt nur Elektrofahrzeuge fahren, sondern die wird dann sagen, die dürfen kein CO2 mehr ausstoßen. Und dann gibt es ein bisschen die Kriterien, wie das ermittelt wird. Aber entscheidend ist, dass man auch mit einem Brennstoffzellenfahrzeug dann reduzieren kann oder wer weiß, was für andere Technologien es sich da geben wird. Also das ist völlig klar, das muss technologieoffen sein. Und die Hersteller machen das ja auch so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Mein kleiner niedersächsischer Hersteller, der ist ja nur zurzeit auf Elektromobilität fixiert. Volkswagen, ne? die haben einen sehr radikalen Kurs gefahren, fangen jetzt übrigens auch an zu nachzudenken, ob im Lkw-Bereich man mit Elektromobilität weiterkommt. Sehe ich ein bisschen kritisch hinsichtlich Batterietechnologien, Gewicht und Nutzungsmöglichkeiten. Andere Hersteller gehen da Richtung eher Brennstoffzelle. Also da müssen wir wirklich technologieoffen sein, um möglichst unterschiedliche Strukturen entfalten zu können. Und dann geht es natürlich um die Lieferketten, gar keine Frage. Und das hat, glaube ich, Corona nochmal gezeigt, die Auseinandersetzung mit China gezeigt. Und jetzt nochmal, ne, dieser schreckliche Krieg. Volkswagen kann in Hannover keine Bullis im Moment bauen, weil der Kabelbaum aus der Ukraine kommt. Also so sind die Wertschöpfungsketten gebaut. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir Strukturen schaffen, die stabiler sind als die, die wir jetzt haben. Und da gehören die Chips sicherlich dazu. Anknüpfend an den Vorgänger, Sie haben auch das Stichwort CO2 gebracht. Also das Thema des batteriebetriebenen Autos ist ja, dass das CO2 vor Ort nicht erzeugt wird, aber dafür eben im Rahmen der Produktion beispielsweise. Da gibt es ja verschiedenste Betrachtungen von verschiedensten Forschungsinstituten, die zu verschiedensten Ergebnissen kommen, was das gesamte Thema angeht. Aber unzweifelhaft wird wohl sein, dass so ein elektrisches Auto ja einen gewissen CO2-Rucksack mit sich herumschleppt, den es erstmal abarbeiten muss, bis es so ein Fahrzeug langfristig rentiert. Wenn man jetzt zum Thema wie Kipppunkt des ökologischen Systems oder des Klimas betrachtet, oder wenn man sich beispielsweise anschaut, dass man ja auch eine Ladeinfrastruktur in Wohnvierteln schaffen muss, also wenn 10 Millionen Teslas gleichzeitig geladen werden, bricht unser Stromnetz zusammen, aktuell. Wie beurteilen Sie denn insgesamt die, ich möchte mal sagen, Lernfähigkeit oder Kompromissfähigkeit oder Durchdringung dieses Themas auf politischer Ebene? Also mir drängt sich oft der Verdacht auf, dass das ein bisschen ignoriert wird und tatsächlich gewartet wird, bis dann 2030 mal da ist und man dann ja immer noch mal schauen kann, was man jetzt macht. Nee, kann ich nicht so ganz den Schuh anziehen. Da sind wir sehr genau hinterher. Also diese Frage Lifecycle-Analyse, das muss es sein. Ne? Wir wissen beim Kraftfahrzeug, dass etwa 80% der CO2-Emissionen durch den normalen Gebrauch entstehen. Aber eben 20% durch die Herstellung und durch das Recycling. Und das muss man natürlich auch mit im Blick haben. Und beim Elektromobil sind es natürlich im Moment auch die Frage, wie der Strom erzeugt wird. Bei dem Mix, den wir zurzeit noch haben, ist der Vorteil gegenüber einem Dieselfahrzeug, einem optimierten Dieselfahrzeug marginal, weil wir eben noch sehr viel aus Gas- und Kohleproduktion Strom erzeugen. Und wenn man nach Polen geht, wo 75% des Stroms durch Kohlekraftwerke erzeugt wird, gibt es keinen Vorteil für ein Elektrofahrzeug. So, und da muss man die Produktionsseite hingucken und da sind insbesondere natürlich die Frage der Batterien, weil da eben auch Rohstoffe enthalten sind, die eben auch nicht bei mir im Garten zu finden sind. Also wir haben im Moment Lithium-Ionen-Batterien hauptsächlich im Einsatz. Lithium wird zurzeit im Wesentlichen gewonnen in
Bolivien, in Peru und in Chile. Im Wesentlichen in Salzseen, in Salzbergen, die ausgespült werden mit Frischwasser. Eine Tonne Lithium, etwa 9 Millionen Liter Wasser. Dann entsprechend auch die Frage, wem entziehen wir das Wasser? Der indigenen Bevölkerung da im Norden von Chile. Also da sind wir sehr genau hinterher, dass wir da auch faire Bedingungen schaffen, um eben nicht unsere Probleme auf die Schulter anderer denn zu lassen. Und dazu gehört beim Lithium übrigens auch die Frage des Recyclings. Im Moment ist ein Kilo Lithium neu aus Chile, Bolivien, Peru etwa ein Viertel der Kosten von dem recycelten Lithium. Und deswegen wird so gut im Moment wie gar nicht recycelt. Wir haben alle unsere Smartphones hier, da ist auch in der Batterie Lithium. Wir haben eine Recyclingrate von 2% Lithium im Moment. Das ist nicht akzeptabel. Also da müssen wir auch viel mehr tun, wenn wir wirklich im großen Stil Lithium-Batterien machen. Und das zweite Rohstoff, die ist Kobalt, ist auch in jeder Batterie, auch im Smartphone, aber eben auch in den Lithium-Ionen-Batterien. Das kommt zu 60% aus der Demokratischen Republik Kongo, wird unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut von Kindern, die da in illegalen Bergwerken rumkratzen müssen. Und die Gewinne werden da zur Finanzierung des Bürgerkriegs genutzt. Auch das ist nicht akzeptabel. Da sind wir jetzt, da haben wir eine Gesetzgebung, dass das zertifiziert werden muss. Übrigens die Bundesanstalt für Geowissenschaft ist dabei, um eben sicherzustellen, dass der Kobalt wirklich unter fairen Bedingungen produziert wird. Auch da müssen wir mehr recyceln. Also das kommt alles dazu bei der Berechnung. Und dann beim Recyceln, eine normale Bleibatterie, da gibt es in der Tat fast 100% Kreislauf. Das ist gut, weil Blei ist ja auch giftig, wollen wir auch nicht so gerne in der Umwelt haben, aber das haben wir hingekriegt. Bei den Lithium-Ionen-Batterien ist es komplexer, weil da eben seltene Erden Lithium enthalten, das muss getrennt werden. Da ist es aufwendiger und auch die Technologie noch nicht so weit entwickelt. Volkswagen hat jetzt ein Modellwerk zum Recycling dieser Batterien in Salzgitter errichtet. Insofern, das muss alles mit reinberechnet werden. Also klar, ein Elektroauto hat zwar im Betrieb keinen CO2-Ausstoß, aber eben in der Herstellung und im Recycling sehr wohl. Also insofern haben wir das im Blick. Kann man insgesamt davon ausgehen, dass auf lange Sicht ein Thema wie ein E-Fuel betriebener optimierter Verbrennungsmotor auch von politischer Seite als Alternative angesehen wird zum elektrischen Automobil? Also von mir schon, ja. Okay. Wolfgang, du wolltest noch? Ja, eine Frage noch. Sie haben vorhin gesagt, was in Zukunft historische Fahrzeuge sein sollen. Was ich dann nicht gehört habe, ist, dass es ja heute die Möglichkeit der Nahfahrzeuge mit H-Kennzeichen gibt, dass man Umbauten durchaus akzeptiert, wenn sie zeitgenössisch sind. Ist das in Zukunft auch noch so? Ja, da haben wir auch lange Diskussionen gehabt. Ne? Also wir haben dann gesagt, also so hier Opel, Irmscher, so Tuning, so im Rahmen von 10 Jahren. Ne? Das kann man, glaube ich, akzeptieren. 10 Jahre nach Zulassung des Fahrzeugs, ja, oder 10 Jahre nach Einstellung der Modelle? Nee, nach Zulassung des Fahrzeugs. Ja, das ist schon eine wesentliche Frage. Ja, ja, klar. Ja. Haben wir weitere Fragen? Dann hätte ich noch eine Frage an Sie. Sie sagten vorhin, dass Sie so in einer kleinen, illustren Gruppe Oldtimer-Fans gebildet haben, jetzt im Europäischen Parlament. Wie groß ist die Gruppe? Das sind so, also nicht immer alle da, aber so um die Dreh immer 20. Haben Sie den Eindruck, dass diese Gruppe auch Einfluss ausüben kann, oder haben Sie viele, ich sag mal, Förderer, die jetzt nicht in der Gruppe beteiligt sind, aber die Sache wohlwollend betrachten? Wie ist Ihr Gefühl so jetzt im Parlament an sich? Wird das beäugt nach dem Motto, okay, da sind so ein paar alte Spinner mit ihren alten Autos, oder haben Sie den Eindruck, dass es viele Förderer gibt, die das Thema betrachten, aber jetzt sich an der Gruppe nicht beteiligen?
Also erst einmal finde ich diese Gruppe toll, weil die ist parteiübergreifend, aus ganz unterschiedlichen im politischen Spektrum und eben auch Nationalitäten übergreifend, was auch wichtig ist. Wir wissen alle, die meisten Oldtimer-Freunde finden wir in Deutschland und in Großbritannien. Ne? Das, also, die gehören ja gar nicht mehr dazu. Aber wir haben wirklich breite internationale Beteiligung. Und bisher, muss ich sagen, ist die Stimmung eigentlich gut. Also ich habe ein paar Beispiele genannt, wo wir eben Einfluss haben. Ich meine, eine Gesetzgebung zu verändern und eine Ausnahme für historische Fahrzeuge hinzukriegen, ist nicht ganz ohne. Also da ist die Stimmung schon nicht schlecht. Aber es gibt natürlich eben zusätzlich einige, die jetzt anfangen zu sagen, hier eure alten Stinker und so, muss das sein. Und deswegen habe ich einmal gesagt, müssen wir diese Kommunikation, dass es eben was anderes ist als ein altes Auto, was da rumfährt, sondern ein historisches Kulturgut und diese Dimension stärker diskutieren. Also im Moment bin ich da ganz zufrieden, was wir den Einfluss haben. Jetzt haben wir noch so eine andere Erklärung über Smart Mobility, wo es genau um die Frage autonomes Fahren, Rolle historischer Fahrzeuge geht. Da gehe ich auch davon aus, dass wir da die Ausnahme wieder reinkriegen. Aber wie gesagt, es ist wie in der Gesellschaft insgesamt. Das rein positive Element, ich weiß noch, die ersten Ausfahrten, die ich mitgemacht habe, da standen die Menschen an den Straßen und haben geklatscht. Ganz so ist es eben auch nicht mehr und im Parlament spiegelt sich das dann auch wieder. Noch eine Anmerkung oder Frage dazu. Was können wir denn als Club tun, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen? Ja, möglichst viele meine Kollegen dann auch mal nerven, ne? Also die da nicht in der Arbeitsgruppe sind. Aber ich meine, im Moment finde ich, ist der Dialog da ganz gut. Aber es gibt natürlich einige, die überhaupt nicht irgendwie in Beziehung gewesen sind zu historischen Fahrzeugen. Ne? Und sie kommen ja auch aus der ganzen Republik. Und da kann man ja mal gucken, wer da rumschwirrt im Europäischen Parlament und sagt, hier, die historische Vehicle-Gruppe hatte vielleicht eine ganz gute Idee. Willst du das nicht auch unterstützen? Sowas, ne? Eine Frage doch noch. In der Presse, Oldtimer-Zeitschrift und wie auch immer, ist ja hin und wieder mal zu lesen, dass vielleicht die Fahrzeuge 30 Jahre nicht mehr als Oldtimer, sondern 40 oder 50 Jahre Verlängerung sein könnte oder überhaupt die modernen Fahrzeuge noch mal den Oldtimer-Status erreichen. Sind da auch Gedanken entwickelt worden in Ihrem Arbeitskreis? Wir haben das ein bisschen diskutiert, sind aber strikt dagegen. Weil das ist nämlich dieses sich zurückziehen und defensiv positionieren. Wir haben eine Definition, die aufgrund Überlegungen, historische Kulturgut, aufgrund der Geschichte, sind wir auf diese 30 Jahre gekommen. Und klar, es gibt jetzt immer mehr Fahrzeuge, die das erreichen. Ich glaube, so über den Daumen haben wir jetzt 1 Million H-Kennzeichen in Deutschland. Und wenn das so weitergeht, kann das sein, dass das eben noch mehr werden. Aber es geht um die Frage der Definition und der Zielsetzung und nicht um das Alter. Und das wäre dann letztendlich wieder ein Aufrollen dieser ganzen Diskussion von vorne. Weil wir hatten mit den lieben Kollegen, da waren nämlich einige ganz nette aus Großbritannien auch dabei, diese Diskussion. 30 Jahre, weil das eben ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung darstellen sollte. In Großbritannien hatten die früher eine Regelung mit einem fixen Datum, 1960, vorher und nachher. Und das schließt ja die gesellschaftliche Entwicklung dann aus. Und das wollten wir genau nicht. Und deswegen aus diesem politischen Gesichtspunkt, aber eben auch aus dem historisch betrachteten Gesichtspunkt, sind wir strikt dagegen. Das heißt, dass also eine, sag mal, Schwelle an Oldtimer nur über genau. Und strengere TÜV-Prüfungen, die wir ja nun alle 2 Jahre haben, geregelt würde. Genau, ne, das mit dem TÜV habe ich schon gesagt, das ist leider, da war Carsten Müller, der mit seinem deutschen Äquivalenz, die waren nicht so erfolgreich. Da, einige Mitgliedsländer, die haben das auf 4 Jahre gesetzt, ne? Das finde ich auch, macht Sinn. Also deswegen ist die Definition 30 Jahre ist die eine Seite der Definition und der zweite ist eben Originalzustand. Und dann gibt es ja ein paar Unterkriterien
Und da muss man darauf achten, um nicht zu sagen, dass jedes alte Auto, was rumstinkt, ein historisches Fahrzeug ist. Doch noch eine Frage. Ja, wir nutzen das jetzt. Als solches interessiert mich da. Und Sie haben eben ein Stichwort gebracht in einer Ihrer Ausführungen, da sprachen Sie von der Straßennutzungsgebühr. Jetzt habe ich für mich das Empfinden, eigentlich ist es Ziel, den Individualverkehr ein bisschen zurückzudrängen und mehr Leute zum Beispiel auf Fahrrad zu bekommen, um Kurzstrecken zu erledigen. Es ist aber ja auch für diese Gruppe eine gewisse Infrastruktur notwendig. Im Moment ist es ja so, dass die Infrastruktur, so nach meinem Wissen durch die Kfz-Steuer, auch bezahlt wird. Aber wer zahlt denn diese Infrastruktur, die dann durch beispielsweise Radfahrer genutzt wird, die ja auch instand gehalten werden muss, die vielleicht nicht durch den Radfahrer, durch sein enormes Gewicht kaputt gemacht wird, aber zum Beispiel durch Umwelteinflüsse, Frostschäden etc. Also auch da muss ja instand gehalten werden. Gibt es da irgendwelche Überlegungen oder Informationen zu? Bisher habe ich dazu nichts gehört. Nein, Radsysteme sind Aufgaben der Kommunen. Das bezahlen sie durch ihre Einkommensteuer an die Stadt oder die Gemeinde. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Nochmal zu der Straßenbenutzungsgebühren. Das ist auch eine Diskussion, die wir ja in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich geregelt haben. Einige haben das ja sehr schon sehr stark Richtung der Nutzungsorientierung. Ich finde es eigentlich auch fairer, weil gerade die, die große Autos fahren und viel fahren, sind in Relation zu denen, die wenig fahren, klein sind, im Vorteil mit dem jetzigen Kfz-Steuersystem. Und auch jetzt mit dem H-Kennzeichen haben wir natürlich in Deutschland eine günstige Lösung, aber das ist auch nicht überall so der Fall. Also insofern ist es sicherlich dann fairer, aber wie gesagt, da muss man eben sehen, dass es für historische Fahrzeuge auch vernünftige Ausnahmen gibt. Straßen sind natürlich dann eben auch unterschiedlich in den Aufgabenbereichen verteilt. Auch hier, die Wohnstraße ist auch in der Verantwortung der Kommune, also insofern kriegen die da auch nichts von der Kfz-Steuer oder von der Straßenbenutzungsgebühr mit. Exakt. Also das ist dann so eine generelle Frage, wie man das Aufkommen von Steuern denn verteilt. Aber es ist völlig klar, wenn man jetzt Mobilität verändert, mehr Fahrrad, mehr ÖPNV, mehr Mixsysteme, mehr Bussysteme, da muss man natürlich auch über die Kostenverteilung nachdenken. Das ist in der Tat so. Deswegen haben wir in Deutschland ja auch die Pendlerpauschale und die muss auch deutlich erhöht werden. Also ich meine, wie gesagt, Niedersachsen, Flächenland und also mit diesem Festlegen von irgendwelchen Arbeitsstreckenzeiten, da hat ja auch nichts von. Ne? Also jeder muss selbst entscheiden können, wie er und wann er zur Arbeit fahren will und wie lange er zur Arbeit fahren will. Also da halte ich überhaupt nichts von. Man muss sicherlich als Gesellschaft möglichst umweltfreundliche Mobilitätsangebote machen. Aber wie das genutzt wird, das wird, glaube ich, nach wie vor jeder selbst entscheiden. So ein Stück weit Freiheit, das ist sicherlich unser Charakteristum der Gesellschaft und das sollten wir halten. Sehr interessanter Vortrag aus erster Hand und ich glaube, wir haben es auch alle sehr genossen, mal wirklich aus direktem Munde, höchst aktuell. Die Ukraine fiel vorhin mal, die Informationen zu bekommen.
Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit im eigenen Interesse sehr, sehr viel Erfolg. Es kam vorhin auch mal die Frage, wenn wir Sie als Club in irgendeiner Art und Weise unterstützen können, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, weil ich glaube, wir ziehen da alle an demselben Strang und versuchen da unser Hobby, und es ist, ich sag mal in der Diskussion, es ist nur ein Hobby, wir hängen da dran, wir machen da viel, es ist ein gesellschaftliches Hobby. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, global gesehen wirklich nur ja, ein Hobby für zwar für viele Leute, aber die Probleme, die wir haben, sind halt größer als für ja, ein entspanntes Hobby für andere Leute. Nichtsdestotrotz hängen wir alle da dran und möchten natürlich auch gerne das in ein paar Jahren noch machen können. Und da wünsche ich Ihnen wirklich für Ihre weitere Arbeit sehr, sehr viel Erfolg und hoffe, wenn wir Sie irgendwie unterstützen können, würden wir das auch gerne tun. Ja, ganz herzlichen Dank, das finde ich toll und es hat auch Spaß gemacht. Sonst muss ich ja mit vielen anderen Leuten immer diskutieren und mir macht es wirklich sehr Freude, mit Gleichgesinnten dann auch mal über ein bisschen Benzingespräche zu reden können. Also herzlichen Dank für die Einladung nochmal, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute, und wenn irgendwas ist mit Europa, dann melden Sie sich bitte gerne wieder, dann kriegen wir hoffentlich eine Lösung hin. Also nochmal, herzlichen Dank. Ja, liebe MG-Freundinnen und Freunde, ich glaube, wir haben einen Anfang gemacht heute, und Bernd Lange hat es ja bei seinen Ausführungen gesagt, dass diejenigen, die sich für die historischen Fahrzeuge in der Politik, das heißt im Bundestag und auch im Europäischen Parlament, einsetzen, quasi unsere Unterstützung brauchen bei ihrer Arbeit, und dass wir alle in den Bereichen, in denen wir wohnen, auch mal Gespräche mit unseren Bundestagsabgeordneten führen, was das weitere Bewegen von historischen Fahrzeugen und das Aufrechterhalten dieses Kulturgutes für uns ausmacht und dass wir das auch so weitergeben. Es kam am Anfang, als wir hier noch gesessen haben und nicht eröffnet haben, kam jemand aus unserem Kreis zu uns und sagte, dass ein Sozialdemokrat sich so zu historischen Fahrzeugen äußert, hätte ich nicht gedacht. Die meisten oder viele wissen es, dass ich auch Sozialdemokrat bin und zweiter Vorsitzender des MGK-Clubs bin und mich deswegen auch für die historischen Fahrzeuge einsetze. Und dann mache ich das, wie ich das bei anderen Veranstaltungen manchmal mache. Bernd und ich haben viele Parallelen. Auch in unserem Berufsleben gibt es Parallelen und auch bei den historischen Fahrzeugen und eben auch bei der sozialdemokratischen Politik. Und deswegen versuchen wir in den Bereichen, wo wir Einfluss nehmen können, das zu tun. Und wir müssen viel mehr Clubs auch animieren, sich genauso wie wir das heute gemacht haben, erstens aus erster Hand informieren zu lassen und zweitens diejenigen, die sich für unsere Interessen einsetzen, auch bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Sonst sage ich immer bei den Roten, Bernd, gibt es als Dankeschön einen Roten, da gibt es heute beim MGK-Club auch für dich. Wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und ja, schreibt, das ist nicht nur einer. Die kannst du alle mal durchprobieren und jedes Mal hoffentlich dann an den MGK-Club Deutschland denken. Und Günther hat noch eine Tasse für die 50 Jahre MGK-Club. Und nochmal herzlichen Dank, Bernd, dass du dir die Zeit heute genommen hast, zu uns zu kommen. Es war sehr interessant. Ja, das ist ja das Thema. Ich habe gute Schachmittel.